Dieses Video ist gesponsert von Team Group und der neuen Delta Max SSD. Die SSD kommt in einem dezenten Design daher mit einem versteckten RGB-Spiegel, welcher erst sichtbar wird, sobald man die Beleuchtung einschaltet. Die Beleuchtung lässt sich über den 3-Pin-ARGB-Anschluss mit vielen Anwendungen synchronisieren. Die Delta Max RGB SSD gibt es mit 250 GB, 500 GB oder 1 TB. Alle Speichervarianten sind mit 3D NAND Flash Technologie ausgerüstet. Für mehr Informationen klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Servus Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr vielleicht schon vor ein paar Wochen gesehen habt, habe ich da so einen kleinen Mini ITX Build im Streecom DA2 gemacht. Den verlinke ich euch mal da oben. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch erstmal an und dann kommt zurück zu dem Video. Und jetzt brennt euch natürlich die Frage auf der Zunge, schaffen wir es, in diesem Mini ITX Case den 9900K auf 5 GHz zu übertakten? Beziehungsweise schaffen wir es, ihn dann noch richtig zu kühlen? Das Ganze seht ihr heute in dem Video. Dazu gibt es dann noch ein paar Aufnahmen von der Lautstärke des PCs und ich habe das Ganze getestet mit AIDA 64, mit dem Stresstest für die CPU und gleichzeitig den Heaven Benchmark auf der Grafikkarte laufen lassen, also dass wir wirklich volle Power haben. Und dann habe ich das Ganze nochmal so eingerichtet, dass die Lautstärke meiner Meinung nach okay ist. Wenn man alles auf 100% laufen lässt, ist einfach zu laut, gerade wenn der PC auf dem Schreibtisch neben einem steht, das geht nicht. Wenn die Lüfter von der Kraken dann bei 2000 Umdrehungen sind, das ist einfach zu laut. Genauso wie die Grafikkartenlüfter. Hier ist ja die MSI Ventus 2080 Ti verbaut. Der Kühler ist leider auch nicht der stärkste und die Lüfter sind relativ laut. Bei den ganzen Tests, die wir jetzt machen, sind alle Staubfilter entfernt bei dem Gehäuse. Aus dem einfachen Grund, dass der Airflow nochmal verbessert wird, weil die Abdeckung oben und unten klaut dem Gehäuse schon ganz schön an Airflow und die Luft kommt wirklich schlecht raus. Die Lüfter der Kraken sind als Intake verbaut, das heißt, es wird die Luft angesaugt an der Seite und soll dann nach oben und nach unten rausströmen. Ich habe jetzt aktuell den Overclock auf 4,7 GHz eingestellt, wie ihr hier sehen könnt, bei 1,168 Volt. Und die Lüfter stehen fest auf 1250 Umdrehungen und die Pumpe auf voller Leistung, also 2700. Die hat man nämlich nicht gehört, deswegen habe ich sie auf volle Leistung gestellt. Wie wir hier jetzt sehen, die Temperatur hat sich eigentlich kaum noch verändert jetzt am Ende, nach 12 Minuten. Und wir haben 58 Grad auf der CPU. Das ist meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, das ist sogar sehr gut. Das Ganze ändert sich aber dramatisch, sobald man dazu noch den Heaven Benchmark startet und die Grafikkarte belastet. Dann wird das Ding richtig heiß. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Jetzt läuft der Heaven Benchmark schon circa 2 Minuten und wie ihr sehen könnt, steigt das hier immer weiter an und es geht wirklich auch immer weiter hoch bis auf, ich schätze mal so 80, 90 Grad. Das dauert dann aber noch 10, 15 Minuten. Und das Problem ist, dass der Netzteillüfter dadurch natürlich auch immer schneller dreht, weil das Netzteil jetzt richtig belastet wird und dann wird das System wirklich relativ laut. Und die Grafikkartenlüfter sind halt auch, wie gesagt, ziemlich laut. Wie gesagt, das lasse ich jetzt mal noch 10 Minuten laufen, dann sehen wir mal, wo wir hier am Ende landen. Jetzt sind nochmal circa 10 Minuten um und wie ihr sicher schon im Hintergrund hört, hört sich das jetzt nicht mehr so toll an. Die Grafikkarte kämpft hier mit 75 Grad und die CPU auch knapp unter 80 Grad, 78, 79. Und hier sieht man dann auch nochmal schön den Verlauf. Da haben wir den Benchmark von der Grafikkarte gestartet und dann werden die Temperaturen halt wirklich nicht mehr so toll in dem Gehäuse. Aber natürlich noch kein Thermal Throttling, also das heißt, die CPU läuft noch auf ihrer vollen Geschwindigkeit, 4,7 GHz. Und die Grafikkarte natürlich auch noch nicht. Hier gibt es jetzt nochmal einen puren Soundcheck von dieser Lautstärke.
Leider war die letzte Videoaufnahme defekt, deswegen muss ich das jetzt hier nochmal aufnehmen. Und der Benchmark läuft aber schon seit 10 Minuten, nicht wie hier steht, seit 2 Minuten. Das heißt, unsere CPU ist jetzt bei 5 GHz mit 1,264 Volt. Hier sehen wir die 5 GHz auf allen Kernen. Und wir sind bei ca. 92 Grad, das heißt ca. 10 Grad wärmer wie davor. Natürlich könnte man noch ein bisschen mehr Kühlleistung rausholen über die CPU-Lüfter, die sind ja nur auf 1250 Umdrehungen, aber dann wird die Lautstärke natürlich auch noch schlechter. Das heißt, es ist möglich im DA2 5 GHz, aber wenn Grafikkarte und CPU belastet sind, dann ist es schon extrem laut und heiß. Jetzt gibt es noch mal kurz einen Soundcheck, während beide Benchmarks laufen. Jetzt läuft aktuell nur der CPU-Benchmark, wie gesagt bei 5 GHz mit 1,264 Volt. Und wir kommen bei der CPU dann nur auf ca. 83 Grad, was okay ist. Ich meine, wenn man jetzt den PC mal zum Rendern benutzt oder so, dann sollte das ja kein Problem sein. Was wir jetzt noch testen werden, ist, ich werde die Lüfter rumdrehen. Das heißt, als Intake, vorher haben sie rausgeblasen und dann drehe ich sie rum, dass sie ins Case reinblasen. Das habe ich am Anfang des Videos falsch gesagt. Das heißt, die haben bisher rausgeblasen aus dem Case und jetzt sollen sie dann mal reinblasen. Und dann schauen wir nochmal, ob die CPU-Temperaturen bei 5 GHz besser geworden sind. Bis gleich. Wow, wer hätte das erwartet? Das kam jetzt auf jeden Fall unerwartet. Die CPU ist jetzt ca. 10 Grad kühler wie davor. Also mit den Lüftern als Intake jetzt. Das hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet. Katze. Muss das jetzt sein? Psst. Der Benchmark läuft jetzt schon seit 7 Minuten und ich bin bei 68 Grad bei 5 GHz. Das ist eine deutliche Verbesserung. Ich denke, da muss ich jetzt auch nochmal Heaven laufen lassen, um das Ganze nochmal zu betrachten. Das heißt, wenn die Grafikkarte auch belastet wird. Also das ist wirklich erstaunlich. Das hätte ich echt nicht erwartet. Die Grafikkartentemperatur ist gleich wie davor, also es hat keinen Unterschied gemacht. Ist ja auch logisch, die sitzt unten und bekommt die Luft von unten nach oben. Das heißt, der ist es egal, ob die Luft oben dran nach außen oder nach innen gefördert wird. Aber die CPU-Temperatur ist über 10 Grad besser wie bei den Tests davor, mit den Lüftern andersrum. Und das ist auf jeden Fall beachtlich. Das Netzteil ist auch leiser, weil ja logischerweise die Luft jetzt ins Netzteil reingedrückt wird, nicht so wie davor rausgesogen sozusagen. Beziehungsweise die Lüfter haben davor gegeneinander gearbeitet. Jetzt gibt es nochmal einen kleinen Lautstärke-Test zum Vergleich. Da haben wir doch eindeutig was draus gelernt. Also auf jeden Fall die Lüfter beim DA2 als Intake konfigurieren, sodass sie die Luft nach innen blasen. Dadurch habt ihr auf jeden Fall deutlich bessere CPU-Temperaturen. Wie wir bereits gesehen haben, ca. 10 Grad, also schon ein mächtiger Unterschied. Da ist dann sogar möglich, die CPU bei 5 GHz laufen zu lassen und man muss sich eigentlich keine Gedanken mehr um die CPU-Temperaturen machen. Das ist auf jeden Fall beachtlich für so ein kleines Case. Wenn man die Staubfilter drin lässt, wird da auf jeden Fall noch mal ein paar Grad dazukommen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Follow-up-Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, falls nicht, ein Dislike. Gerne dürft ihr auch unten kommentieren und ein Abo dalassen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao!